Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer dritten Folge des Podcastes Stuttgart, Podcast der Stadtgeschichte. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern Professor Wolfram Püter begleitet mich durch diese Reihe von insgesamt 8 Folgen, in der wir einmal komplett durch Stuttgart Stadtgeschichte von jetzt nach ganz, ganz lang her schreiten. Normalerweise laden wir uns ja immer einen Spezialisten ein, der nochmal über unsere Kenntnisse hinaus die Dinge erläutert, die Epoche erläutert, die wir hatten. Aber diesmal war das gar nicht so einfach, weil der Herr Püter hat in unserem ersten Podcast 2 Bedingungen gestellt. Ja, derjenige, der kommt, der muss ablösefrei sein. Und er sollte ein absoluter Spezialist sein, der mehr weiß als die ohnehin Anwesenden. Und ablösefrei wäre vielleicht gar nicht das Problem gewesen. Aber es war unglaublich schwer, jemanden zu finden, der mehr über Stuttgart in der Weimarer Republik weiß als Professor Püter. Und dazu kommt noch, dass Professor Püter wirklich eine kühne These aufgestellt hat in unserer letzten Podcast-Sendung mit Professor Roland Müller zum Braun Stuttgart. Nämlich er hat die Weimarer Republik kurzum umbenannt in Stuttgarter Republik. Und ich glaube, genau da fangen wir nahtlos an. Herr Püter, ja, für mich einleuchtend, aber doch ganz schön gewagte These. Warum ist da noch keiner vorher drauf gekommen oder ist darauf schon jemand gekommen? Nein, das muss ich mir patentieren lassen, die Bezeichnung Stuttgarter Republik. Und die ist nicht willkürlich gewählt, denn Württemberg war in der Zeit der ersten deutschen Demokratie ein Musterländle und die Tugenden, die dort erprobt worden sind, wir haben ja bereits verwiesen auf die Konsenskultur, die sich tief eingegraben hat in die politische Kultur Württembergs und insbesondere Stuttgarts, die ist hier geradezu vorbildlich vorexerziert worden. Es gab ein Land Württemberg, das Land hatte einen schönen Namen, Freier Volksstaat Württemberg. Das war die Bezeichnung des Staates Württemberg, wie aus dem Königreich Württemberg hervorgegangen ist. Stuttgart ist Landeshauptstadt gewesen, des Freien Volksstaates Württemberg. Und hier hat man ein vorbildliches Modell konsensualen Einvernehmens zwischen den drei großen, die Republik tragenden politischen Strömungen praktiziert. Politischer Katholizismus, Sozialdemokratie, Liberalismus. Die haben sich hier in einer vorbildlichen Art und Weise konsensorientiert geeinigt. Und selbst der Konservatismus protestantischer Provenienz, der eher republikfeindlich war, hat hier in einer besonderen Variante, hieß auch anders, sich durchaus auf den Boden der republikanischen Ordnung gestellt. Also wenn ganz Deutschland so gewesen wäre wie Württemberg im Großen und Stuttgart im Kleinen, dann wäre die erste deutsche Demokratie nicht gescheitert. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt auch ein Gründungsdatum der Stuttgarter Republik. Wir wissen alle, am 11. August 1919 ist die Verfassung der ersten deutschen Demokratie ins Leben gerufen worden. Das ist ja weiterhin ein deutsches Reich. Weimarer Republik ist ja nur ein Hilfswort. Der Staat heißt Deutsches Reich. Er ist eine Republik. Und das Gründungsdatum der Stuttgarter Republik ist der 18. März 1920. Warum? Weil hier am 18. März 1920 in Stuttgart die Deutsche Nationalversammlung tagt. Warum heißt die Weimarer Republik die Weimarer Republik? Weil die Nationalversammlung, die eine Verfassung ausarbeitet und danach als Parlament die Regierung kontrolliert, zunächst in Weimar getagt hat, einige Monate, dann ging sie nach Berlin. Aber am 18. März 1920 hat sie in Stuttgart getagt. Ja, wenn ein Staat nach dem Tagungsort der Nationalversammlung benannt wird, dann kann man diesen Staat ja auch Stuttgarter Republik nennen, denn die Nationalversammlung hat nur in Weimar, Berlin und Stuttgart getagt. Und Stuttgart ist der Ort, der sozusagen politisch-kulturell am ehesten gerüstet war. Und warum hat man das getan? Weil es in Berlin einen Putsch gegen die Republik von rechts außen gab. Die Regierung hat sich dem Zugriff der Putschisten entzogen. Und die nächste reguläre Sitzung der Nationalversammlung musste an einem sicheren Ort stattfinden. Einem Refugium. Und das republikanische Refugium, der republikanische Zukunftsort, der Zufluchtsort dieses Staates ist Stuttgart gewesen. Nicht alle haben es von Berlin nach Stuttgart geschafft, aber viele. Und das war eine reguläre Sitzung, die im Kunstgebäude, im Gebäude des Württembergischen Kunstvereins, der groß genug war, stattfand, am 18. März 1920. Und dort ist die Stuttgarter Republik ausgerufen worden, behaupte ich jetzt.
Wenn man sich das vorstellt und auch wir hatten in unserer ersten Folge ja, haben wir gemeinsam mit Herrn Professor Weber das ja das Wort des Konsensliberalismus, die Stadt der milden politischen Gegensätze geprägt. Natürlich ist Weimar, die Weimarer Republik, die 20er Jahre eine ganz andere Zeit. Aber könnte man sagen, dass eben in dieser Stuttgarter Republik, in diesem Stuttgart, trotz alledem vielleicht die Gegensätze milder waren als in den anderen Städten des Reiches, also die Rechten nicht ganz so rechts, die Linken vielleicht nicht ganz so links und besonders viele in der Mitte. Trifft das zu? Ja, das trifft ohne Einschränkungen zu. Und das hat auch Gründe, die ich gerne erläutern möchte. Gerne. Und das kann man dann noch vertiefen. Das wäre eine separate Frage. Beim Übergang von der Monarchie zur Republik ist das schon ablesbar, aber das ist ein separates Thema. Es ist so gewesen, dass die politischen Strömungen, die schon im Deutschen Kaiserreich, der ja ein Verfassungsstaat, ein sehr entwickelter, fortschrittlicher Verfassungsstaat war, mit einem funktionierenden Parlamentarismus, gab, dass die in Stuttgart in einer Variante sich präsentiert haben, die auf Konsens ausgerichtet war. Ich möchte das an diesen drei großen, die politische Mitte in Tode erfassenden Strömungen veranschaulichen. Nehmen wir die Sozialdemokratie. Das war eine Partei, die in einigen Gegenden durchaus verbreiteten radikal-marxistischen Flügel hatte, der den Klassenkampf propagierte, insbesondere in Sachsen und Thüringen, in Berlin, also auch dort, wo die Kommunisten der Hauptgegner waren, die noch weiter links standen. Die taten sich schwer, mit vermeintlich bürgerlichen Kräften einen Ausgleich zu finden. Das war in Württemberg anders, weil die Sozialdemokratie in Württemberg eine andere Industriearbeiterschaft als Ansprechpartner hatte. Viele Industriearbeiter besaßen ihr Stück Land, das sie bewirtschafteten. Sie waren sozusagen eingebunden auch in agrarische Lebensabläufe und Kreisläufe. Das heißt, die sozialistische Arbeiterbewegung in Württemberg und insbesondere in Stuttgart war, wie man damals sagte, reformistisch. Das heißt, man wollte innerhalb der bestehenden Ordnung den Sozialstaat ausbauen. Man wollte Progress und soziale Aufstiegsmöglichkeiten für die Arbeiterschaft, aber nicht nur für sie. Nehmen wir den ersten Kultminister, der 1918/19 nach der Revolution ins Amt kam, Berthold Heimann, ein klassischer Intellektueller mit jüdischen Wurzeln, den man als Linksliberalen bezeichnen würde, der in hohem Maße also auch die bürgerliche Intelligenz angezogen hat. Und nehmen wir auf der anderen Seite die wichtigste Gestalt der württembergischen SPD, Wilhelm Keil, das war der Finanzexperte im Reichstag, ein klassischer Reformsozialdemokrat, wenn Sie wollen, der Helmut Schmidt, der Weimarer SPD der 20er Jahre als Finanzexperte. Mit diesen Leuten konnten Vertreter des Liberalismus und des politischen Katholizismus auf Reichsebene wie auch auf Landesebene klarkommen. So viel zur Sozialdemokratie. Der politische Liberalismus hatte in Württemberg immer eine Hochburg und hat jetzt Gestalten hervorgebracht, zumindest von seinen Ursprüngen, die dann auch in Berlin, wie Theodor Heuss, der zu der Zeit in Berlin lebte, aber schwäbische Wurzeln hatte, sich entfalten konnte. Die Liberalen waren die Partei der Mitte schlechthin, die in hohem Maße diese Idee des Konsenses internalisiert hatten. Die dritte wichtige Gruppe, politischer Katholizismus, auch hier haben wir eine ganz spezifische Spielart, die dem Umstand geschuldet ist, dass der Anteil der Katholiken in Württemberg nicht dominant war. Die Katholiken in Württemberg konzentrierten sich in den neuwürttembergischen Gebieten, hauptsächlich in Oberschwaben und einigen später zu Württemberg gestoßen, Städten wie etwa in Esslingen am Neckar oder Weilerstadt. Aber es sind Enklaven gewesen. Das bedeutet, der politische Katholizismus hat von Anfang an internalisiert, dass man in Württemberg in einer konfessionellen Minderheitsposition ist und das deswegen der Kompromiss.
und zwar gerade der Kompromiss auch mit den protestantischen Glaubensbrüdern, möchte man fast sagen. Das heißt, der Umstand, dass es keinen Kulturkampf in Württemberg gegeben hat, hat den politischen Katholizismus davor bewahrt, sagen wir, sich zurückzuziehen, in die Wagenburg-Mentalität sich zurückzuziehen. Und das erkennen wir an der wichtigsten Gestalt des politischen Katholizismus, und das ist eine Gestalt, die Reichsweit gewirkt hat, Eugen Bolz. Eugen Bolz ist praktisch von Anfang an in der württembergischen Landesregierung als Minister präsent. Er wird sogar Staatspräsident von Württemberg erst 1928. Erst später, sein Name fiel er bereits, der ranghöchste Vertreter der Weimarer Republik, der im Widerstand gegen Hitler sein Leben gelassen hat. Und Eugen Bolz war jemand, für den konfessioneller Ausgleich ganz wichtig war. Und das heißt, um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, kein Konkordat. Konkordate hat der Heilige Stuhl mit den einzelnen Ländern abgeschlossen. Und zwar mit Preußen und mit Baden. Und es gab durchaus auch Avancen von Seiten des Heiligen Stuhls, mit dem Freien Volksstaat Württemberg ein Konkordat abzuschließen. Aber Konkordat waren politisch und konfessionell sensibel, weil die Protestanten meinten, der katholischen Kirche würden gewisse Vorrechte eingeräumt. Also ein Konkordat sorgte im Regelfall dafür, dass konfessionelle Gräben nicht zugeschüttet, sondern aufgerissen wurden. Und die Tochter von Eugen Bolz hat mir den Spruch überliefert, den man durchaus in der Tendenz verifizieren kann. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ich, Eugen Bolz ist damit gemeint, die Weichen für ein Konkordat stellen werde. Also das ist sozusagen die Internalisierung einer auf Kompromiss und Konsens ausgerichteten politischen Kultur, die einen Exponenten des politischen Katholizismus, Eugen Bolz, der auch in der Reichspolitik, aber auch Reichstagsabgeordneter, eine wichtige Rolle spielte, davor bewahrt hat, sagen wir, konfessionelle Gräben aufzureißen. Und insofern ist Württemberg in jeder Hinsicht und Stuttgart insbesondere geradezu ein Sehnsuchtsort für alle diejenigen, die nach einem Ort Ausschau halten, wo man zivilisatorische Standards pflegt und den politischen Ausgleich sucht. Stuttgart ist also, Sie haben in der ersten Folge den Begriff benutzt, Avantgarde in Sachen ja, politischer Kultur vielleicht der Weimarer Republik, so wie vielleicht die Republik hätte sein können und aber nicht überall war. Sie haben, glaube ich, sehr überzeugend dargestellt, wie wichtig dafür das Thema Konfession, Religion ist, dass diese Differenzen nicht so stark waren in Württemberg aus den eben von Ihnen beschriebenen Gründen. Und Sie haben aber auch so ein bisschen angedeutet, dass natürlich auch die lokale Wirtschaft dabei eine Rolle spielt. Wir hatten das Thema ja auch schon in unserer ersten Folge der Bundesrepublik, dass der politische Friede ja auch immer ein bisschen sozial erkauft wird, nenne ich das jetzt mal, indem es den Arbeitern hier, Industriearbeitern in den großen Konzernen relativ gut geht. Ist es in der Weimarer Republik auch so? Und die zweite Frage, ja, wie geht es denn dieser Wirtschaft? Sind die 20er Jahre nicht die Jahre, wo man dann eigentlich wirklich an die Weltspitze gelangt? Ist das nicht ein Wirtschaftswunder in der Stuttgarter Republik? Württemberg hat einen großen Vorteil. Die großen Leitindustrien, die großbetrieblich strukturiert sind, hat es hier nicht gegeben. Wir haben die großen Industrialisierungsschübe der Montanindustrie, Eisen und Stahl. Dann haben wir den zweiten großen Schub durch die chemische Industrie, die Elektroindustrie. Dann stehen riesige Werke, die dazu führen, dass die Arbeiter sich im Regelfall in Werkswohnungen in direkter Nähe der Betriebe ansiedeln. Das ist sozusagen das Industrieproletariat als Klasse gebärende Wirtschaftsstruktur, die dann auch tendenziell zu einer Verhärtung der Klassengegensätze führt, zu einer Verhärtung und Abschließung der Milieus, die sich segregieren auch in der Art und Weise, wie sie wohnen. Weil Stuttgart und auch der mittlere Neckarraum das nicht hatte. Hier gibt es keinen Kohlebergbau. Hier gibt es keine darauf aufbauende Stahlindustrie. Hier gibt es keine großen Werke der chemischen Industrie oder Elektroindustrie. Gibt es hier nicht diese großen, überragenden, alles erstickenden Großunternehmen, sondern der klassische
Mittelstand durchaus mit einem Potenzial zu expandieren. Und das kann man am besten am Beispiel von Robert Bosch und seinem Unternehmen veranschaulichen. Bosch, der ja aus Ulm stammt und Nähe von Ulm, aber dann in Stuttgart den idealen Ort gefunden hat, wo sich dieser Tüftler als Zulieferer für die expandierende Automobilindustrie im Weltmaßstab etabliert, auch schon vor 1914 stark etwa nach Frankreich exportiert. Das ist die Industriestruktur, die Stuttgart stark macht, qualifizierte Facharbeiter erfordernd, die im Unterschied zu den angelernten Arbeitern eben nicht ihre Ketten zu verlieren haben, weil sie sich nicht angekettet fühlen. Und insofern ist Bosch und die anderen Unternehmen derselben Kragenweite ein Beispiel dafür, dass hier eine Industriestruktur vorhanden ist, die es Stuttgart auch erlaubt, relativ glimpflich durch die Wirtschaftskrise zu kommen, die ja vor allen Dingen die Großunternehmen und die Großindustrie und auch die Landwirtschaft trifft. Die Industriestruktur ist so, dass Stuttgart verschont wird von den schlimmsten Auswüchsen der Weltwirtschaftskrise ab 1930. Und hinzu kommt, dass dieses schwäbische Unternehmertum sozialreformerisch ist. Hm. Robert Bosch ist ein großer Wohltäter, ein Sozialreformer, der freiwillig einen nicht unerheblichen Teil seiner Gewinne für gemeinwohlorientierte Arbeit ausgegeben hat. Und zwar aus eigenem Willen. Er konnte fuchsteufelswild werden, wenn etwa aus seiner Sicht rote Gewerkschaftler ihn zwangen. Er hat es getan, aber aus eigenem Gutdünken, nach eigenem Gusto und auch nach eigenen Kriterien. Aber die Arbeiter bei Bosch wurden besser bezahlt als die Arbeiter in vergleichbaren Betrieben. Hier herrschte ein höheres Maß an sozialem Frieden zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, weil auch die Arbeitgeber wussten, dass qualifizierte Arbeitnehmer erheblich dazu beitrugen, dass sie wirtschaftlich so erfolgreich waren, wie sie es denn waren. Sie haben eben auf etwas hingewiesen, was vielleicht, man muss ja auch mal selbstkritisch sein, in unserem Podcast ein bisschen zu kurz kam vielleicht, ist das Thema Auto. Ist denn so, sind die 20er Jahre auch die Zeit, wo sich vielleicht so diese Erfolgskombi zwischen Zuliefererwirtschaft und Automobilindustrie bildet und dann sozusagen die Stadt mit dem Erfolg des Automobils dann eben auch unglaublich wirtschaftlich erfolgreich wird? Das dürfen wir auf keinen Fall unterbelichten. Und da sind die 20er Jahre in der Tat die Zeit des Take-offs, des Aufstiegs der Automobilindustrie und damit auch der Zulieferer. Und Bosch und Daimler waren ein Gespann. Daimler und vielleicht auch noch Porsche. Daimler hat es dann geschafft, Benz zu schlucken. Da wird es dann die Daimler-Benz AG. Aber die Mannheimer müssen akzeptieren, dass Stuttgart Konzernsitz wird. Hier in Stuttgart schlägt das Herz des Daimler. Auf den Benz verzichtet man denn in der Eigen- und Selbstdarstellung. Und hier werden moderne Fabrikate, die Marke Mercedes ist ja bis heute geläufig, in den 20er Jahren zu einer Serienreife entwickelt. Mercedes oder Daimler ist einer von vielen Herstellern, ist auch schon damals ein Premiumhersteller, ein erfolgreicher Premiumhersteller gewesen, auf einem umkämpften Markt, wo übrigens Opel der erfolgreichste deutsche Konzern war, was die Quantität des Absatzes anbelangt. Aber Daimler mischte mit in der ersten Liga des deutschen Automobilbaus, der international auch in der ersten Liga mitmischte. Die Franzosen waren auch etwa auf derselben Liga angesiedelt. Also es waren französische Citroën, Peugeot und deutsche Unternehmen, die dann in Europa von der Technik her führend waren. Und dazu gab es dann Nischenanbieter wie Porsche, ein Konstruktionsbüro, das dann, sagen wir mal, auch mit Daimler geschäftliche Beziehungen unterhielt und dann, aber das ist eine andere Geschichte, ab Mitte der 30er Jahre sich dann als Entwickler und Produzent etabliert hat und emanzipiert hat. Wenn man das so hört und vielleicht, dann könnte man ja glauben und meinen und vielleicht ist das auch so, dass so ein bisschen,
ja in Stuttgart, ja in der Weimarrepublik so ein bisschen das Paradies ist. So der Ort, an dem diese Weimarrepublik vielleicht wirklich zu sich selbst kommt, wo wir vielleicht am meisten von unserer Gesellschaft heute da hinein projizieren können. Geht es dann aber auch nicht wieder ein bisschen zu weit und würde das unser Bild von dieser auch sicherlich in Stuttgart zerrittenen Gesellschaft, würde das nicht überstrapazieren? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es auch Straßenkämpfe? Nein, die gibt es nicht. Also, die Weimarer Republik, nicht die Stuttgarter Republik, war ein Staatswesen, wo es Brennpunkte gab, in denen die politische Auseinandersetzung mit roher Gewalt ausgetragen wurde. Das sogenannte Mitteldeutsche Industrierevier um Halle war 1920 ein Hotspot mit Dutzenden von Toten bei bürgerkriegsähnlichen Aufständen. Dort haben die Kommunisten, die ja Anfang der 20er Jahre mit einer revolutionären Machtübernahme nicht nur geliebäugelt haben, die haben das mal ausgetestet, versucht und haben die Staatsgewalt unterhöhlt. Es hat 1920 im Frühjahr im Ruhrgebiet eine rote Ruhrarmee gegeben mit 100.000 Mann, die sich mit der Reichswehr blutige Kämpfe lieferte mit Tausenden von Toten. Es hat in Sachsen eine Reichsexekution gegeben, weil dort das staatliche Monopol auf Waffenbesitz angetastet worden ist. Eine problematische Reichsintervention. Aber wenn eine Landesregierung wie die sächsische Staatsregierung proletarische Hundertschaften duldet, die sich selbst bewaffnen, ist das natürlich eine flagrante Verletzung des staatlichen Gewaltmonopols. Und das war in den 20er Jahren und dann ab Anfang der 30er Jahre, 1932, mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten, die zu brutalster Gewalt imstande waren, an diesen Orten, aber dann auch in Berlin, in Altona, in Hamburg, also dort, wo die politischen Gegensätze aufeinanderprallen, die Bereitschaft, bürgerkriegsähnliche Zustände zu inszenieren. All das hat es in dieser Form in Stuttgart nicht gegeben, weil die soziale Struktur so war, dass diese gewalttätigen Elemente nicht den Nährboden vorgefunden haben, auf dem sie gediehen. Weil die Arbeiterbewegung in Stuttgart nicht gewaltbereit war. Auch die Kommunisten waren hier nicht in dem Maße Gewalt anbeten. Auch die Nationalsozialisten waren etwas zurückhaltender, was die politische Gewalt gegen politische Gegner anbelangt. Die politische Kultur der Mitte hat sozusagen ausgestrahlt auf die Ränder. Und das führt dazu, dass Stuttgart, vielleicht von der einen oder anderen Ausnahme einmal abgesehen, aber keine systematische, strukturelle politische Gewalt in der gesamten Weimarer Republik gekannt hat. Und auch die Revolution verläuft ja hier auf eine geradezu eine Weise, die müsste man mal einmal poetisch in die Form eines Dramas gießen. Abdankung eines Königs, den jeder liebt. Jeder liebt Wilhelm II., nein, nicht den preußischen König und deutschen Kaiser, aber jeder liebt den württembergischen König Wilhelm II. Und wenn man sich anschaut und liest, was wenige Wochen nach dem Sturz der Monarchie, also Ende November, Anfang Dezember 1918, auch von sozialdemokratischer Seite gesagt wird, nur Lobeslieder. Das ist ein König, so steht es wortwörtlich, ich paraphrasiere jetzt in den sozialdemokratischen Organen, der war fortschrittsoffen. Der hat den Fortschritt gefördert und hat auch selbst eingegriffen, wenn es fortschrittsfeindliche Tendenzen gab. Fortschritt und Tradition, Tradition und Fortschritt. Wie verkörpert dieser König, den man nie abgesetzt hätte, wenn nicht sozusagen die revolutionäre Welle übergeschwappt wäre und sich dann einige Stuttgarter Revolutionäre gesagt hätten, was die in Darmstadt können, was sie in München sogar schon am 7. November gemacht haben, ausgerechnet die vermeintlich so königstreuen Bajuwaren haben ihren König zuerst verjagt. Das können wir, müssen wir in Stuttgart auch wagen. Dann geht man zum Wilhelmspalais, setzt die rote Fahne hoch. Der König ergibt sich in sein Schicksal, aber
In fast allen anderen deutschen Einzelstaaten gab es eine revolutionäre Regierung aus den Vertretern der beiden Linksparteien, der Sozialdemokraten und des linken Flügels der unabhängigen Sozialdemokraten, nicht in Württemberg. Die revolutionär gezeugte Regierung Württembergs hatte von Anfang an bürgerliche Kräfte, Liberale und Vertreter des politischen Katholizismus. Und der erste württembergische Ministerpräsident, Wilhelm Bloß, jemand, der sagen wir, ein linksliberaler Historiker war, der exzellenter Kenner auch der 48er Revolution, also ein Historiker, der Ministerpräsident wird, gelegentlich werden hier Historiker zu allerhöchsten Ämtern berufen. Ein Mann des Ausgleichs, der durch puren Zufall, weil er gerade auf dem Weg von Degerloch zu Fuß in die Stuttgarter Innenstadt war, sozusagen auf offener Straße erkannt wurde, nach dem Motto, jetzt müssen wir doch was tun, willst du es nicht werden? Und so wurde Wilhelm Bloß erster Ministerpräsident. Und er ist auch derjenige, der am 18. März 1920 in seiner Eigenschaft als württembergischer Staatspräsident die Weimarer die Nationalversammlung des Deutschen Reiches in Stuttgart willkommen heißt und uns erinnert an den 18. März 1848. Der 18. März ist ein historisches Datum. Dort am 18. März 1848 hat in Berlin die Revolution vermeintlich gesiegt. Also der 18. März ist ein demokratiepolitisch hochsensibles Datum. Insofern hat man den perfekten Tag gefunden, die Stuttgarter Republik auszurufen, nämlich am 18. März. Und Wilhelm Bloß wusste das und hat es implizit auch gesagt. Also so kommt die Republik zustande, ohne Verwerfungen. Der württembergische König ist verwundet gewesen, weil man ihm aus seiner Sicht Unrecht getan hat. Er hat dann Stuttgart nie wieder betreten, aber er hat sich nicht politisch engagiert. Er war kein Gegenrevolutionär. Also dieser sanfte Übergang, also wenn Wilhelm gewollt hätte, sich politisch zu engagieren, das wäre ein Wilhelm gewesen, der, wenn er noch länger gelebt hätte, in Württemberg praktisch jedes politische Amt hätte haben können. Ist gut, ist sehr gut möglich. Und umgekehrt kann man natürlich auch immer wieder argumentieren, selbst diesen König hat man schlussendlich abgesetzt, weil die Zeichen dann doch stark auf Republik standen. Das sind beides, glaube ich, beide Sätze sind wahr. Ja, die Republik ist etwas gewesen, was in der Luft lag. Aber diese Republik macht eben von Anfang an, das ist wichtig, ist kein sozialistisches Projekt allein. Und auch die Revolution ist kein sozialistisches Projekt, wie etwa in Braunschweig oder in Bremen oder in anderen Teilen des Reiches, wo man den Eindruck gewinnen kann, dass das Bürgertum von Anfang an herausgehalten werden soll. In Württemberg ist es anders, zwei Beispiele hierfür. Und insbesondere in Stuttgart ist es anders. Denn Stuttgart ist die einzige Großstadt Württembergs. Also alles, was sich abspielt, spielt sich in Stuttgart ab. Eine neue Form der Partizipation durch die Revolution gezeugt ist die Rätebewegung. Räte sind Formen der Selbstorganisation, die neue Formen der Partizipation erproben. Da kann sich jeder zu Wort melden auf den Räteversammlungen. Das sind Vollversammlungen. Da darf man auch das Reden erproben. Und in Stuttgart gibt es die Form des Rates geistiger Arbeiter. Geistige Arbeiter, könnte man sagen, sind alle diejenigen, die keine Handarbeit, keine Industriearbeit leisten. Also geistiger Arbeiter ist der Apotheker, der Journalist, der Leiter eines Museums, der Hochschullehrer, der Architekt, das sind geistige Arbeiter. Freiberufler, Selbstständige, qualifizierte Angestellte und Beamte. Und da kommen Tausende zu diesen ersten Vollversammlungen. Das Bürgertum ist angetan. Und der sozialdemokratische Kultusminister Berthold Heimann sagt, ich rufe das Bürgertum auf, sich zu organisieren. Die Rätebewegung ist keine sozialistische Bewegung. Wir brauchen auch die Selbstorganisation, die politische Selbsterweckung des Bürgertums. Und in der Tat hat allem Anschein nach in Stuttgart diese bürgerliche Rätebewegung, Räte geistige Arbeit, die es auch in München gab, die haben am stärksten mitgewirkt. Das kann man auch am Beispiel von einer Person erkennen, den heute in Stuttgart fast jeder kennt, der sich mit dem Bahnhofsprojekt beschäftigt. Es ist Paul Bonatz. Paul Bonatz hat den Stuttgarter Hauptbahnhof von 1914 bis 1927, er ist nach seinen Plänen gebaut worden. Und Paul Bonatz
ist durch die Revolution politisiert worden und er ist als Abgesandter des Rates geistiger Arbeiter in die Institution entsandt worden auf gesamtwürttembergischer Ebene, die sozusagen die Rätebewegung repräsentiert. Also eine rasante politische Karriere des bis dahin politisch nicht weiter sich engagiert habenden Paul Bonatz, der sozusagen als politischer Neuling angesteckt wird von den neuen Möglichkeiten der Partizipation, zu reden, aufzutreten, ohne dass man sich in bürgerlicher Versammlungskultur oder in anderer Form, in einem Trainingslager sozusagen den letzten Feinschliff gehört hat. Man engagiert sich, man ist abgestoßen, wenn man den Eindruck hat, hier würden irgendwelche Rituale ablaufen. Aber man ist angetan, wenn eine Willkommenskultur einem offeriert wird, die sagt, auch du, geistiger Arbeiter, bist willkommen. Und insofern ist Bonatz auch in dieser Hinsicht ein repräsentativer Vertreter des Geistes der Republik. Mir kommt gerade das Bild in den Sinn oder das, mich treibt so um, ist das Paradies und ist Stuttgart wirklich so optimal, ist das wirklich so gut alles hier, aber vielleicht hilft auch noch ein Gedanke, könnte es sein, dass diese doch, wie Sie zu Recht beschreiben, denke ich, unglaublich auf Austausch gegen den Klassenkampf gerichtete politische Kultur hier in Stuttgart, dass die niemals stärker ist als 1918, 1919 und eigentlich dann aber auch wieder immer nur noch schwächer wird. Also dass eigentlich die wahre Stuttgarter Republik mit ihrer Gründung schon ihren Höhepunkt erreicht hat. Das wird man, glaube ich, in dieser Form nicht sagen können. Es spricht sicherlich vieles dafür zu sagen, dass die Weimarer Republik als Weimarer Republik in ihren Anfängen 1819, die stärkste Zustimmung besessen hat und schon 1920 bei der Reichstagswahl im Juni abzusehen war, dass der Zuspruch der Mehrheit der Wähler nicht automatisch garantiert war. Aber in Württemberg waren die Wahlergebnisse immer anders und besser. Also hier hat der politische Liberalismus Ergebnisse erreicht, auch noch bei der Reichstagswahl im September 1930, als die NSDAP reichsweit mit 18,3% zur zweitstärksten politischen Kraft aufstieg, Wahlergebnisse erreicht, die Spitzenwerte waren. Und auch hier hat die NSDAP unter ihrem Reichsdurchschnitt abgeschnitten. In Gesamtwürttemberg und auch und nicht zuletzt in der Landeshauptstadt Stuttgart. Also hier kann man sagen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung auch in schweren Zeiten immer noch auf dem Boden der republikanischen Ordnung stand. Und die 20er Jahre waren gewiss immer auch eine Zeit der Existenzkrisen, Reparationen, Ruhrbesetzung, Reichsexekutionen in Bayern und Sachsen. Aber das sind alles Dinge, die nicht in Stuttgart sich abgespielt haben, sondern in anderen Regionen. Stuttgart war in dem Sinne eine relativ krisenfreie Region. Und das ist ein hohes Gut gewesen in dieser krisendurchrüttelten Zeit der Weimarer Republik. Und aber eben nicht nur ein Ort der verträumten Ruhe, der Abgeschiedenheit, sozusagen hinterwäldlerisch, sondern Stuttgart war zumindest in einem Bereich Avantgarde, und zwar gerade Mitte und Ende der 20er Jahre und das in der Architektur. Und zwar in doppelter Weise. Wir haben auf der einen Seite die Weißenhof-Siedlung, 1927 entstanden, als eine Ausstellung des Deutschen Werkbundes, und zwar innerhalb von 21 Wochen sind diese Häuser gebaut. Innerhalb von 21 Wochen, die sind mehr bewohnbar, bis heute bewohnbar. Da hat man das neue Bauen vorexerziert. Also Funktionalität, Verzicht auf jedes Dekorum. Das, was man in Dessau im Bauhaus sozusagen sich ausgedacht hat, ist dann von Architekten unter der Leitung von Ludwig Mies van der Rohe in Stuttgart
in die Tat umgesetzt worden. Stuttgart zeigt, es geht so. Das neue Bauen. Auf der anderen Seite haben wir die sogenannte Stuttgarter Schule der Architektur an der Technischen Hochschule. Und auch diese Stuttgarter Schule der Architektur ist Avantgarde. Monats wird man dieser Stuttgarter Schule zurechnen dürfen und sie versucht, Tradition und Fortschritt zu verbinden. Sie ist eine Schule, die im Unterschied zum neuen Bauen nicht mit der Tradition bricht, aber sie öffnet die Tradition dem Fortschritt. Und im Entwurf und auch in der Umsetzung dessen, in der Verwendung von Materialien, also ein gesunder Mittelweg, wenn man so will, Stuttgarter Gen, sozusagen das Beste aus beiden Welten zu nehmen und zu synthetisieren. Das zeigt in der Stuttgarter Schule, die ab 33 vielleicht in ein etwas anderes Fahrwasser gerät, aber bis 33 mit Paul Bonatz, mit Paul Schmidthenner, die beide aus Elsaß-Lothringen stammen, also auch noch eine eigene persönliche Beziehung zu den Gebieten westlich des Rheins besitzen und international anerkannt sind, Bonatz zumindest ist international anerkannt, zeigt, dass Stuttgart, was die Architektur anbelangt, deutschlandweit in der ersten Reihe mitmischt und vielleicht sogar den besten und ersten Platz belegt. Ja, wir hatten das ja auch in unserer Folge zur Bundesrepublik, wo Herr Weber ganz stark sozusagen diese großen Architekten und die starken Architekten aus Württemberg und aus Stuttgart hervorgehoben hat. Ja, das hat eigentlich nimmt eigentlich in den 20er Jahren seinen Anfang. Und wenn man bei Avantgarde ist in den 20ern und vielleicht auch da wieder drüber nachdenkt, vielleicht ist es diese politische Ruhe, dieses Ausgeglichenen in Württemberg, was ja dann auch eine Avantgarde im Kunstbereich mit Oskar Schlemmer, Willi Bauermeister möglich macht. Vielleicht auch da einzigartige Arbeitsbedingungen und viel Raum für Kreativität. Ja, das wird man so sagen. Wichtig sind natürlich die institutionellen Fundamente. Stuttgart wird Sitz einer Hochschule, der Technischen Hochschule, die sich konzentriert auf die Architektur, die Ingenieurwissenschaften und die Naturwissenschaften. Und erst später wird sie dann zu einer Universität, die auch die Sozial- und Geisteswissenschaften beherbergt und mittlerweile mit dem Stuttgarter Weg ja eine besondere Synthese dieser Kulturen vorexerziert. Dann haben wir die beiden großen Hochschulen. Ich verkürze das, die Musikhochschule und die Kunsthochschule. Und nicht zuletzt die Kunsthochschule ist natürlich auch ein Ort, an dem künstlerisch experimentiert wird. Angst ist Oskar Schlemmer nur ein halber Stuttgarter, denn er geht nach Weimar, er wird abgeworben, ist sozusagen jemand, der nach Weimar, dann nach Dessau geht, also der sozusagen am Bauhaus sich künstlerisch experimentell ausleben kann. Aber von 1918 bis 1920 ist er in Stuttgart und in Stuttgart an der dortigen Kunstakademie wird er groß, wird er ausgebildet. Adolf Hölzel ist einer seiner Lehrer, Willi Baumeister. Also insofern hat die Stuttgarter Kunstakademie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag dazu erbracht, dass Stuttgart eben auch eine Stadt der Kunst ist. Und dazu gibt es natürlich noch ein entsprechendes Museum, die Staatsgalerie, die profitiert von der Sammelleidenschaft der württembergischen Könige und Herzöge. Und insofern, wenn man beides hat, eine Kunstakademie und auch ein Museum mit einer überaus reichhaltigen Sammlung, dann ergänzt sich das fruchtbar. Insofern ist Stuttgart auch und bleibt eine Stadt der Kunst. Es ist auch eine Stadt der Verlage. Die großen Verlage sind hier, Klett-Cotta, um nur einen großen Verlag zu nennen. Also Stuttgart bleibt in den 20er Jahren eine Stadt des Lesens, der Bücher, der Verlage. Auch seitdem ist Stuttgart noch Sitz einer Landeskirche, der lutherischen Landeskirche in Württemberg, ist auch nicht ganz unwichtig, weil von dort auch das protestantische Bildungsbürgertum hier in Stuttgart zentriert, ausstrahlt. Also Stuttgart hat ein Bildungsbürgertum, was man auch daran erkennt, dass Stuttgart eines der ersten Rotary-Club hat, der schon 1930 dann gegründet wird. Der erste ist in Hamburg. Die Hamburger sind als Tor zur Welt führend um diesen amerikanischen Import, die Nationalsozialisten dann natürlich ganz schrecklich finden, weil er internationale Gesinnung, Völkerverständigung und Austausch der Ideen und Meinungen propagiert hat. Insofern gibt es dann 1936, 37 ist das Ende der Rotary-Clubs. Aber Stuttgart ist einer der ersten größeren deutschen Städte,
in der sich ein solcher Rotary Club bildet, in dem sich sozusagen das Bildungsbürgertum versammelt. Also insofern ist Stuttgart nicht der verträumte Winkel, der Krähwinkel der Republik, sondern ist ein Ort, wo man ohne Exzesse das Bild von Otto Dix, Anita Berber, Anita Berber tanzt nicht in Stuttgart, sondern sie tanzt an vielen Orten, auch in Berlin. Und Otto Dix hat dieses Bild nicht in Stuttgart gemalt. Und es ist im Übrigen von der Kunstsammlung der in Nürnberg angekauft worden. Es hängt hier in Stuttgart, aber hat mit der Stuttgarter Republik in dem Sinne nichts zu tun. Ja, Stuttgarter Republik, lass uns noch mal ein bisschen auf eine Besonderheit kommen, die wir übrigens auch nicht sträflich vernachlässigt haben, aber ein bisschen schon. Eine absolute Einzigartigkeit, glaube ich, in der Geschichte Stuttgarts unter den deutschen Großstädten ist ja die unglaublich langen Amtszeiten der Oberbürgermeister. Ich glaube, es gibt kaum eine Stadt, die weniger Oberbürgermeister überhaupt hatte als Stuttgart. Und der Karl Lartenschläger ist der Spitzenreiter unter allen. Der ist stolze 22 Jahre Stadtoberhaupt von 1911 bis 1933. Und ja, wie trägt denn das zur Stabilität in den 20er Jahren bei? Und wie würden Sie das auch generell für die Geschichte der Stadt einordnen? Ist das ein Garant für diesen Kompromiss, für diese Stabilität? Oder ist das ein Ausdruck davon oder wahrscheinlich beides? Ja, Lautenschläger, 22 Jahre amtierter, damit ist der Rekordhalter. Es ist nicht untypisch auch schon für das Kaiserreich, dass die Oberbürgermeister über dem parteipolitischen Hader stehen, sich als Sachwalter der Stadt empfinden, wenn sie exzellente Arbeit in der Verwaltung leisten, als Gestalter dann sich auch überparteiliches Ansehen erwerben. Konrad Adenauer wäre ein Beispiel dafür, der 1917 Oberbürgermeister von Köln wird, auf dem Ticket der Zentrumspartei, der ja verbunden bleibt, aber als Gestalter Kölns, der die Messe nach Köln geholt hat, die Universität wiederbelebt hat, auch als ein großer Oberbürgermeister dieser größten Stadt am Rhein sich in die Geschichtsbücher eingetragen hat. Stuttgart ist insofern keine Besonderheit, weil hier tatkräftige Stadtoberhäupter, wir haben Hermann Luppe in Nürnberg, wir haben Karl Gördeler in Leipzig, also die, sagen wir die weltoffenen Städte, die Städte, die nicht sich selbst genügen. Dort können sich tatkräftige Verwalter, die pragmatisch die Stadt voranbringen, über viele, viele Jahre behaupten, weil auch diese Position nicht in dem Maße politisiert ist. Der Oberbürgermeister wird nicht direkt gewählt in dieser Zeit der Weimarer Republik. Das heißt, es gibt gar keinen Wahlkampf um die Position. Also hier kann jemand, der sich ein Ansehen erarbeitet hat, der muss noch nicht mal Parteimitglied sein, der wird von einem wenig politisierten Stadtrat, in dem die extremistischen Parteien kaum eine Rolle spielen, die NSDAP ist sozusagen nicht präsent, weil die letzten Kommunalwahlen stattgefunden haben, als die NSDAP noch keine so starke politische Kraft war. Das heißt, wir haben hier eine Kommunalpolitik, wo sehr stark über Parteigrenzen hinweg sachorientiert gearbeitet wird. Man vertraut der Verwaltung, weil man sich gemeinsam dem Projekt Stuttgart voranbringen verpflichtet fühlt. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Abschluss und eine Sache bewegt mich immer noch ein bisschen und ich bin gespannt, was Sie zu der Frage antworten werden. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass mit der Entstehung der Stuttgarter Republik und dem Abdanken der württembergischen Monarchie verliert ja die Stadt auch die lang verteidigte und gut behütete Residenzfunktion. Und ich habe das Gefühl, dass diese Stadt immer so ein bisschen Startschwierigkeiten hatte auf ihrem Weg zur Großstadt. Und vielleicht spürt man das noch heute so ein bisschen, dass man vielleicht gar nicht so richtig Großstadt sein möchte. Und die 20er Jahre nehme ich aber genau als das Gegenteil wahr, mit dem Tagblatturm, dem Kaufhaus Schocken, diesem städtebaulichen Aufbruch. Ist das vielleicht eine Suche nach dem, was die Großstadt, was Stuttgart als Großstadt sein möchte, vielleicht auch die Suche nach einer neuen Identität, nachdem man doch sehr lange vor allem Residenzstadt gewesen ist? Ja, Stuttgart hat
diese neue Rolle angenommen, akzeptiert und städtebaulich, architektonisch kongenial umgesetzt. Stuttgart hat nicht damit gehadert, nicht mehr Residenzstadt zu sein. Es blieb ja, wurde Landeshauptstadt. Also es hat ja sozusagen diese Metropolfunktion für Württemberg nicht verloren. Und alle Wege in Württemberg führen nach Stuttgart, das ist ja klar. Und insofern hat man das als Chance begriffen, unter neuen Bedingungen, vor allem jetzt als starker Wirtschaftsstandort für die Zukunftsindustrien, nicht zuletzt der Automobilindustrie, zu wirken, auch das nach außen zu bekunden, auf die angemessene Art und Weise, nicht prahlerisch, nicht nach protzend, nach außen geradezu dreist und drall auftreten, das ist nie die Art und Weise gewesen, aber durchaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Und das ist auch angekommen. Der 18. März 1920 ist auch deswegen wichtig für die Gründung der Stuttgarter Republik, weil viele der Redner überparteilich sagen, bislang kannten wir nur Berlin und Weimar. Jetzt endlich kommen wir nach Süddeutschland. Hm. Und wir merken, die Menschen sind überschwänglich gastfreundlich hier. Die hatten ja Zeit in Stuttgart. Ein einziges Mal haben sie sich versammelt. Ansonsten haben sie geschnuppert und haben eine Willkommenskultur kennengelernt und schwärmen überparteilich und unaufgefordert in diesen Protokollen davon, wie schön in Stuttgart es sich als Republikaner leben lässt und welche Aufbruchstimmung von Stuttgart ausgeht und welcher Geist. Und ich möchte einmal zitieren, das, was der Reichskanzler gesagt hat. Der Reichskanzler ist wahrscheinlich der damals amtierte, der unbekannteste Reichskanzler der Weimarer Republik. Der ist Gustav Bauer. Hat auch nicht lange amtiert, bis zum Juni 1920 nach einer Wahlniederlage seiner Partei, der SPD, ist er dann abgelöst worden. Er kommt übrigens aus Ostpreußen, also er hat keine besonders engen landsmannschaftlichen Bindungen nach Württemberg oder überhaupt in den Süden und Südwesten Deutschlands. Und das, was er hier sagt, kommt von Herzen. Ich möchte ihn einmal zitieren und das ist vielleicht das, was das Gründungsdokument der Stuttgarter Republik ausmacht. Mit dem Dank an die württembergische Regierung und an das württembergische Volk wollen wir den Wahlspruch mit hinausnehmen, der seit alters her im schwäbischen Wappen steht. Wir wollen ihn zur Devise und zur Richtschnur unserer Entschließungen und Handlungen machen. Er soll für immer über der Reichspolitik stehen. Ich wiederhole, dieser Wahlspruch soll für immer über der Reichspolitik stehen und von der Haltung der Reichsregierung zeugen. Der Wahlspruch furchtlos und treu. Ja, der nächste Akt wäre gewesen, auf dem Reichstagsgebäude neben dem deutschen Volke diesen neuen Wahlspruch der Stuttgarter Republik einzugravieren, furchtlos und treu. Dazu ist es aus merkwürdigen Gründen nicht gekommen. Wenn, dann wäre die Geschichte auch dieses Gebäudes vielleicht anders verlaufen. Dann würde die Weimarer Republik doch tatsächlich endlich und vor allem Stuttgarter Republik heißen. Ja, vielen Dank, aber eine einzige Frage muss ich natürlich noch stellen und Fanpost kriegen wir nicht, das ist ein zu großes Wort, aber ich höre immer wieder auch, dass unsere Exkurse in den Fußball durchaus beliebt sind, auch wenn die Stuttgarter Fußballgeschichte nicht immer gerade spektakulär ist, ist in den 20er Jahren, glaube ich, auch so, also da werden wenig deutsche Meistertitel hier in der Landeshauptstadt gefeiert, oder? Kein einziger. Es gibt zwei Vereine, die Stuttgarter Kickers und der VfB Stuttgart, die in Württemberg oder in Süddeutschland einen guten Ruf haben, einen guten Klang besitzen. Aber es gibt halt in Süddeutschland zwei andere Vereine, den 1. FC Nürnberg und die Spielvereinigung Fürth, die dann in den 20er Jahren viele Meistertitel gewinnen, vor allem der Club aus Nürnberg. Also der VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers schaffen es nie bis ganz nach oben,
weil die Konkurrenz im süddeutschen Raum zu stark ist. Und ansonsten gibt es starke Konkurrenz. Der Hamburger SV wird in den 20er Jahren Meister. Und was man nicht vergessen darf, zum ersten und einzigen Male hat der Club aus der Hauptstadt den Meistertitel errungen. Und zwar in den Jahren 1930, 31. Also man könnte sagen, Berlin ist Anfang der 30er Jahre eine quirlige Metropole. Und auch für den Fußball gilt, dass 1930 und 31 allem Anschein nach die Berliner Republik sich abzeichnet. Aber, das große Aber, es gibt schon 1932 etwas, was der Fußballprophet natürlich von vornherein als Omen für die kommenden 88 Jahre gewertet hat. 1932 wird Fußballmeister der FC Bayern München. Und damit beginnt eine Erfolgsstory, die dazu führt, dass man neunmal hintereinander einen Meistertitel sozusagen qua Gewohnheitsrecht entgegennimmt. Aber in den 20er Jahren war es noch etwas spannender und abwechslungsreicher. Aber Stuttgart war nicht ganz oben dabei. Eigentlich nahm also 1932 schon die Geschichte der langweiligen Fußball-Bundesliga ihren Lauf, ohne nein, dass man das schon ankommt. Nein, das war, weil der Modus ja so war, dass es ein Endspiel gab, ein einziges Spiel, in dem sich alles entschied, und das immer noch bis 1963, gab es ein hohes Maß an Fluktuation. Hm. Und auch in der Fußball-Bundesliga, also ab 1964, ist von 1964 bis 1970 jedes Mal der Meistertitel im kommenden Jahr an ein anderes Team gegangen und nie immer an dasselbe. Erst Borussia Mönchengladbach war der erste Club, der dann seinen Titel verteidigen konnte, nämlich 1970, 71. Und dann beginnen die 70er Jahre, wo die beiden Clubs, Borussia Mönchengladbach und FC Bayern München, die Titel unter sich ausmachen. Aber die Dominanz der Bayern, die hegemoniale Stellung, das ist etwas, was man seit der Jahrtausendwende zu registrieren hat. Ja, dann vielen, vielen Dank, Herr Professor Püter. Vielen Dank für diesen Einblick in die Stuttgarter Republik. Und ja, die nächste Folge wartet auf uns. Da gehen wir dann zurück, ja, ins 19. Jahrhundert und schauen vielleicht, wie denn diese Stuttgarter Republik ihren Anfang nimmt. Auch eine spannende Zeit, eine viel diskutierte Zeit, gerade eben in der historischen Forschung über die Modernität oder Nicht-Modernität des Kaiserreichs. Und ich bin total gespannt, wie Stuttgart da abschneiden wird und wo Stuttgart vielleicht an der Spitze von bestimmten Strömungen und Entwicklungen steht. Für heute vielen, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.